Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing und das ist heute mal was ganz anderes als ihr kennt, weil wir packen heute keine Games Workshop Figur aus, sondern wir packen die Galadriel von Night Models aus. Sieht man die, Daniel? Mhm. Ja. Wir sind heute übrigens bei Daniel, also um mal ein Unboxing zu machen, weil er macht ja hier bei sich selbst immer das Unboxing. So, lass uns das gemeinsam auspacken. Ich habe die bestellt. Im Internet ist es ein offiziell lizenziertes Produkt, demzufolge finde ich das super, dass die auch vom Maßstab halbwegs passt. Und ich werde die jetzt einfach mal unboxen. Ein bisschen vorsichtig sein, damit hier nichts kaputt geht. So, schauen wir mal. Da ist alles drin, die ist aus Metall. Und das sind die Teile hier. Und ja, das ist der Körper, der Torso. Sieht man den da? Aber ich versuche den mal hier. Mhm. Kann man sehen? Ja. Ja, ihr seht, die ist super schlank und ich finde das ja total klasse. Das hier. Magersüchtig da. Die ist magersüchtig. Ich glaube, das gehört dann irgendwie so hier dann dran. Das ist so ein Teil von Dings. Ja, das ist eine Hand auf jeden Fall. Ups, da ist hier runtergefallen, die Hand. Oder? Ja, wie auch immer. Kannst hier du bestellen? Auf dem Bund. Steht die schon gut? Ne, die steht so halbwegs. Die könnte ich jetzt hier reinstellen. Mhm. Hier rein. Und dann kommt jetzt hier, da vorne sind die, ja, das ist vorne, da ist der Kopf. Da kommt hier noch so drauf. Und dann kommen die zwei Teile dran. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön gegossen. Mich stört ein bisschen, dass hier mitten am Haar der Gussgrad ist, aber gut, das ist in Ordnung. Und dann haben wir hier zwei Hände. Und dies, was mir bei der Figur extrem gut gefällt, ist, die ist sehr filigran. Das ist nicht dieses Dicke, was man überall sieht. Und für mich ist Galadriel eine super, super hübsche Frau. Also die wird ja gespielt von Cate Blanchett. Eine wunderschöne Frau. Und dieses Modell, das macht das optimal. Also die sieht echt richtig, richtig gut aus an der Stelle. Wenn man sich alleine die Finger anguckt, hier, ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann, wie filigran die Finger gemacht sind, das ist echt super. Sieht man das da, ne? Wo sind die Finger? Hier sind die Finger. Wo sind die Finger? Rechts außen. Rechts außen, ja. Und das, sehr schwer zu erkennen. Ja, weil es eben so fein ist. Und da kommt auch noch die andere Stelle dann so hier rein. Also das wird super aussehen. Ganz tolles Modell. Und passt halt einfach vom Look and Feel extrem gut dazu. Ja, genau. Hier sieht man einmal das Bild davon. Ich finde es einfach wahnsinnig schönes Modell. So, jetzt suche ich mal gerade die zweite Hand hier. Night Models stellt auch andere Figuren her, ne? Ja, genau, die machen ganz viele so Lizenzmodelle. Ja. Ich verstehe jetzt gerade nicht, wo die zweite Hand hier ist. Interessant. Siehst du hier irgendwo die zweite Hand? Mhm. Ah, hier ist die zweite Hand. Hier gibt es noch eine Hand. Gut. Ja. Die Base ist auch dabei, ne? Ja, Base ist auch dabei, wobei die brauche ich natürlich nicht, weil ich ja flach basiere. Und ich habe jetzt einfach, damit ihr so einen größten Vergleich habt, das ist eine bemalte Galadriel von mir. Und wenn man jetzt hier einfach mal den Kopf da doch mal drauf hält hier, dann merkt man, dass das von der Größe echt wirklich gut passt. Also sind zwar 32 mm Maßstab, aber wenn man das dazu macht, ja, der Kopf ist im Verhältnis vielleicht ein Ticken klein, finde es aber noch nicht problematisch. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Jäger-Ork klaue von dir hier, passt das auch vom Größenverhältnis. Also, das ist schon gut. Also, der ist jetzt nicht viel kleiner. Und die ist ja auch zart und zierlich, die Galadriel. Also, passt auf jeden Fall. Packe ich jetzt wieder weg an der Stelle. Mhm. Wie kann ich die Galadriel einsetzen? Da gibt es ja aktuell drei Profile, die es gibt. Es gibt das Profil der Zauberin, also eine sehr mächtige Zauberin, die einzige, die neben Sauron permanent eine Willenskraftpunkt hat. Ich habe blendendes Licht, Lähmung und Beherrschung. Dann gibt es die Verteidigerin von Lothlórien. Dieses Profil wird praktisch nicht mehr gespielt, weil es durch das neueste Profil, die Herrin des Lichtes, abgelöst wurde. Und das ist ein extrem mächtiges Profil. Und ich glaube, ich werde diese Galadriel auch für dieses Profil einsetzen. Das ist nämlich die einzige Figur im ganzen Spiel, die den Bannzauberspruch und den Resistenzstärken-Zauberspruch hat. Und finde ich einfach saustark und kann ich eben nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ja, ich werde das Modell bemalen und vielleicht mache ich dann noch ein zweites Video, um euch das einfach da mal bemalt zu zeigen, den Figuren. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir für die Night Models den Daumen hoch und kommentiert drunter, wie euch das Modell auf den ersten Blick so gefällt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.